Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Nachmittag. Denkst du noch oder lebst du schon? Ich möchte was mit dir teilen. Ich habe ja gestern dieses Video gemacht, live aus der Sauna, wo ich gerade aus der Sauna rauskam, mit feuchten, unfrisierten Haaren. Und möchte dir einfach erzählen, dass auch ich nicht frei bin von diesen Quatschis, von diesem dummen Zeug, was der Denker, was der Kopf einem sagt, sondern dass ich es einfach gelernt habe, auf mein Herz zu lauschen und dennoch anschließend der Denker mir natürlich versucht, mal wieder dazwischen zu funken und mir irgendwelche Dinge schlecht zu reden. Einfach so zu deiner Ermutigung. Ich hatte gestern spontan diese Idee, weil auch gerade keiner außer wir da in diesem Saunabereich waren, live zu gehen. Hab das ja dann auch gemacht, vielleicht hast du es gesehen. Und dann sind wir raus auf die Liege, in die Sonne. Und dann habe ich meinen Denker beobachtet. Der hat mir dann gesagt, war das jetzt so eine gute Idee, wirklich live zu gehen, so direkt aus der Sauna mit einem hochroten oder roten verschwitzten Kopf noch, die Haare nicht gestylt, einfach nur ein Handtuch um dich rum. Was denken die jetzt, die das gesehen haben, und was denken die, die es später sehen? Erntest du jetzt nicht irgendwelche negativen Kommentare? Ach Gott, und was hat er mir sonst noch alles gesagt? Keine Ahnung, ich weiß es schon immer. Ich habe es halt einfach beobachtet und fand das so amüsant. Und ich möchte das mit dir teilen, um dir einfach auch zu zeigen, dass mein Denker, genauso wie dein Denker, mir auch immer noch versucht, dazwischen zu funken. Aber ich habe inzwischen gelernt, auf mein Herz zu lauschen, auf den ersten Impuls zu lauschen. Denn was ist nach dem Video gestern geschehen? Nichts, gar nichts. Im Gegenteil, ich habe eigentlich nur positive Kommentare geerntet. Und wenn es jemandem nicht gefällt und der mir einen negativen Kommentar drunter geschrieben hat, dann ist auch okay. Denn wenn du dich mit deiner Einzigartigkeit, mit deinem Potenzial zeigen möchtest, dann geht es einfach darum, den Denker als Beobachter einzusetzen und auf dein Herz zu lauschen. Du kommst nicht von der Stelle, geschweige denn auf deinen Herzensweg, wenn du auf deinen Denker hörst. Der Denker will immer direkt greifbare Ergebnisse. Das ist das Ego. Dieses große Ganze, dieses allwissende Feld, das kann nur angezapft werden von deinem Herzen, von deiner Seele, nicht vom Denker, nicht vom Ego. Und das weiß genau, was für dich das Richtige ist. Und deshalb möchte ich dich dazu ermutigen, auch auf deinen Denker zu hören. Auch auf dein Herz zu lauschen und deinen Denker als Beobachter einzusetzen. Das war jetzt ein netter Versprecher, weil ich schon wieder beim nächsten Schritt war, um dir so ein paar weitere Impulse noch zu geben. Schau mal, mir hat kürzlich noch jemand gesagt, so wie du einfach live gehen oder so, das kann ich nicht. Das traue ich mich nicht zu, traue ich mir nicht zu und sowas. Ich weiß nicht mehr, wann ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe. Und ich habe diese Videos von den Anfängen, die habe ich auch bewusst draufgelassen. Ich könnte mich im Nachhinein über mich selbst krank lachen, im wahrsten Sinne des Wortes, wie steif und so ich da vor der Kamera gehockt habe. Und das waren aufgezeichnete Videos. Dahinter steckte manchmal ein ganzer Vormittag Aufnahme, um mal so ein 10-minütiges Video in die Kiste zu kriegen. Weil die Kamera ging an und ich habe keinen Mucks mehr von mir geben können. Blackout, nichts ging mehr, kein Wort mehr rausgekriegt. Warum kann ich das jetzt? Weil ich es einfach jahrelang geübt habe. Hätte ich damals aber auch auf meinen Denker gehört, der hätte mir gesagt, komm, mach das nicht, zeig dich nicht da draußen. Zeig dich nicht da draußen. Jetzt spielt meine Kamera wieder verrückt hier. Zeig dich nicht da draußen, mach das nicht, du machst dich lächerlich. Und was werden die Leute über dich denken und sagen und so weiter. Aber ich bin meinem Herzen gefolgt. Als es darum ging, damals in meine erste Ausbildung zu investieren,
bin ich zur Bank gegangen und habe mir einen Kredit aufgenommen. Habe den Mitarbeiter bei der Bank der ganzen mein Energiefeld noch reinziehen dürfen, weil rein von den Berechnungen her und von meinem Einkommen her hätte er mir den Kredit eigentlich gar nicht genehmigen dürfen, weil mein Einkommen passend zum Kredit, zu der Summe, die ich haben wollte und ich sonst ansonsten auch keine Sicherheiten irgendwie hatte oder vorweisen konnte, hätte er mir den überhaupt nicht genehmigen können. Ich bin meinem Herzen gefolgt. Was hat mein Denker mir gesagt? Du bist verrückt, dir jetzt einen Kredit aufzunehmen, um in eine Ausbildung zu investieren. Hätte ich auf meinen Denker gehört, wo würde ich jetzt stehen? Mit Sicherheit jetzt hier nicht in einem völlig freien Leben, das ganz nach meinem Herzen ich mir selbst gestalte, jeden Tag. Ich würde mit Sicherheit noch am Schreibtisch hocken und versauern und würde mich jeden Tag weiter fragen, was mache ich hier eigentlich? Es war die beste Entscheidung, weil ich auf mein Herz gelauscht habe. Vor 2 Jahren habe ich mir ein Seminar gegönnt. 4,5 Tage, 8.000 Euro netto. Was hat mein Kopf gesagt? Mein Denker, du bist verrückt, für 4,5 Tage 8.000 Euro auszugeben. Aber ich habe auf mein Herz gelauscht. Und es war das Beste, was ich machen konnte, dieses Seminar zu machen. Als ich Anfang des Jahres vor der Entscheidung stand, einen fünfstelligen Betrag in meine Weiterentwicklung zu investieren. Was hat mein Kopf wiederum gesagt? Er hat wieder alles in Frage gestellt. Was ist, wenn es schief geht? Und tralala und bla bla bla. Aber ich habe meinem Herzen gefolgt. Und was war es? War die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Als ich in eine andere Weiterbildung investiert hatte, das liegt jetzt auch schon einige Jahre zurück, da habe ich meine Lebensversicherung gekündigt. Da hat mein Kopf auch rebelliert, mein Denker, und hat gesagt, mal wieder, du bist verrückt, wie kannst du das machen? Das ist deine Alterssicherung. Wie wird denn aber meine Alterssicherung ausschauen, wenn ich damals nicht diese Entscheidung getroffen hätte, meinem Herzen zu folgen? Ich würde von der üblichen Rente in Zukunft irgendwann leben müssen. Und jetzt ist alles möglich. Warum? Weil ich meinem Herzen gefolgt bin. Weil ich dem ersten Impuls folge und frage, Herz, liebe Seele, ist ja, ob du jetzt Herz sagst oder Seele, diesem ersten Impuls, was fühlt sich für dich gut an? Was würdest du machen, wenn Geld jetzt keine Rolle spielen würde? Würdest du das dann machen oder würdest du weiter auf dem bisherigen Weg bleiben? Und das ist die beste Entscheidung, die du immer treffen kannst, deinem Herzen, deiner Seele zu folgen. Und das wollte ich jetzt einfach mal mit dir teilen, weil ich das gestern so amüsant fand. Und ich habe es auch noch zu meinem Mann gesagt, ich finde das jetzt gerade so spannend, wie mein Denker jetzt versucht, mir dieses Video auszureden. Der hat mir auch solche Gedanken geschickt, lösch es wieder. Ja? Ich gehe mit meinem Denker in der Richtung nicht mehr in Resonanz, sondern ich gehe in die Beobachterrolle und lausche auf mein Herz. Was fühlt sich für mein Herz gut an? Und folge dem ersten Impuls. Und der Denker, der darf alles in Frage stellen, aber ich gehe nicht mit ihm auf Resonanz und lass mich von ihm beherrschen. Das sagt der Volksmund uns ja auch schon. Der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Also, lausch auf dein Herz. Und schieb mal diese Themen, was das kostet und ob du dich blamierst und keine Ahnung, was dein Denker dir so erzählt. Schieb das mal auf Seite und lausch auf dein Herz und dann findest du den Weg, deine Einzigartigkeit, dein Potenzial zu entfalten, dir dein Traumleben zu kreieren, dir deinen dauerhaften Urlaub zu kreieren, wie ich das gestern auch im Video genannt habe. Dein Herz kann dich nicht belügen, dein Herz und deine Seele können dich nicht betrügen. Nur dein Kopf, der Denker, der ist einfach geprägt und der knüpft dann auch noch an alte vergangene Erfahrungen an. Das ist ja auch oftmals der Fall. Das ist ja bei mir auch oftmals der Fall noch gewesen. Der hat mich dann daran erinnert, das und das hat schon mal nicht so funktioniert oder ich hab doch von dem gehört, der hat auch in sich investiert und das hat auch nicht funktioniert und.
Nur weil irgendjemand mal irgendwas gemacht hat oder weil ich irgendwann mal eine andere Erfahrung gemacht habe, heißt das ja nicht, dass das in der Zukunft auch nicht funktioniert. Jetzt ist dann einfach der richtige Zeitpunkt. Vorher war der Zeitpunkt nicht. Und letzten Endes, wenn man ehrlich ist zu sich selbst, man kann immer nur dazu lernen. Selbst wenn man mal in dem Moment sagt, das war eine Fehlinvestition, trotzdem stellt sich doch meist heraus, dass man irgendeinen Nutzen draus hat. Also man kann eigentlich nie nichts aus etwas lernen. Man bekommt immer einen Mehrwert geschenkt als Gegenwert. Und das ist auch so schade, dass wir uns dann oftmals einfach von vergangenen Erfahrungen oder geschweige von Erfahrungen von anderen oder von den Meinungen von anderen sogar abhängig machen, um unserem Herzen zu folgen. Also lausch auf dein Herz, lausch auf deine Seele und folge deinem Herzen. Dann kannst du nicht scheitern und kannst nichts falsch machen. Im Gegenteil, dein großartiges Leben wartet da auf dich. Bis dann. Ciao.